Ich begrüße euch ganz herzlich zu Kochen bei uns. Heute gibt's, was gibt's denn heute? Spaghetti Bolognese mit Nudeln. Und da brauchen wir einen großen Topf für Nudeln. Da machen wir jetzt erstmal kurz Wasser rein. Schön Wasser reinmachen. So, stellen wir hier drauf. Und machen das auf hinten ganz groß. 6, weil es voll werden muss. Jetzt holen wir noch eine Prise Salz. Prise Salz. Kippt mal was rein. Ich denke, das reicht. Und hier haben wir die wunderschönen Nudels. Die können wir schon mal aufschnippeln. Da haben wir sie. Halt mal schön fest. Kann man ja schon mal vorbereiten. Jetzt müssen wir natürlich ganz kurz warten, bis das Wasser aufgedingst ist. In der Zeit benutzen wir diesen wunderschönen leeren Topf. Und stellen den hier drauf, machen auch, wo sind wir hier vorne, erstmal volle Bulle, weil wir das wunderschöne Oink Oink anbraten müssen. Ja, das reicht aber nicht. Da muss die Sonne ja dran glauben, zum Anbraten. Ich brauche ein Messer. Das muss jetzt auch erstmal putzeln. Wenn möglich, bitte warten. Wenn möglich, bitte warten. Hier haben wir das Oink Oink. Knapp ein Kilo. Kann man ja schon mal auspacken. Ich musste ein Stück mit Knoblauch nehmen, man riecht's. Ich wollte die nette Verkäuferin nicht nochmal nach hinten schicken, weil ich 200 Gramm Gehacktes noch brauchte für ein Kilo. Bin ich nicht nett? Ekelhaft. Oh, da fängt schon an zu kochen. So, das können wir schon mal hier. Butter ist auch gleich verlaufen. Also, ups. Nein, da. So, wie ihr hört, putzelt das schon. Das müssen wir jetzt klein hacken. Und immer schön hacken und klein machen. Boah, ist ja egal. Wenn das nicht so schmecken würde. Oh, oh, oh. Oh, ab und an mal wenden. Sonst wird es klobig. Sonst brennt das an. Kostet ein bisschen Kraft und dauert ein paar Minuten. Oh, kurze Pause. Das wird anstrengend. In der Zeit können wir den Müll hier schon mal ein bisschen zusammensuchen. Und wieder. Ja, das wird doch langsam. Wir haben einen neuen Ofen und der ist so schnell hochgefahren, dass man da echt aufpassen muss. Da hat jemand genascht. Das auch immer. So, ich glaube, die Nudeln können auch langsam rein. Zumindest hinten kleine Würfelbläschen. Da das bei mir nicht richtig aufkochen muss, weil ich es Schwachsinn finde. Es kocht dann sowieso, wenn die Dinger drin sind. Kann man die eigentlich auch schon reinzwiebeln. Wollen wir sie reinmachen? Ach ja. Wir nehmen einmal die Nudeln. So, damit das nicht drüber guckt, ein bisschen hier. Die sind gleich weg. Man könnte sie ja auch brechen, aber da wären es ja keinen Sinn mehr hier von Spaghettis da. Das sind ja stinknormale. Da jemand neben mir steht, der die so lang mag, lass mal die so warm. Ich. Und weiter zum Gehackten. Hacke Peter, wie auch immer. Immer rein. Die falschen Klumpen. Nein. Kann ja natürlich auch jeder so machen, wie er will. Man kann auch Klumpen drin lassen, einen größeren. Aber
Wir mögen das eher ganz normal. Halt Spaghetti Bolognese. Ne? Was zeigst du da jetzt auf mich? Du magst das normal. Ja, was soll ich machen? Soll ich dir in Klumpen hier reinschmeißen, dann auf den Teller und fertig oder was? Ja, cool ist das. Ja, das bringt ja aber nichts. Dann ist das ein Hackbraten und keine Spaghetti. Ja, na freilich, ein Hackbraten. Na ja, mal gucken, vielleicht können wir das ja mal machen. Da grinst jemand. Mhm. So, müssen wir jetzt warten, bis das durch ist hier. Sieht aber fast schon gut aus. Ich glaube, da wird die Soße eher fertig als die Nudeln. Scheiße. Ich halte meinen Arm auch die ganze Zeit so bescheuert, dass man gar nicht sieht, wie ich... Naja, egal. Ihr wisst ja, was ich meine, gell? Ich drehe es auch mal ein bisschen kleiner, auf, von 6 auf 4 oder so, das reicht. Hier, ja. 4. 4 reicht. So, wir nehmen uns mal ein Kelchen für die Nudeln zum Umrühren. Nicht das und später das, sondern man kann das gleich nutzen. Ich glaube, jetzt fühlt sich jemand angesprochen, ist auch gut so. So, drücken die ein bisschen runter. Sind ja, ups. Naja, recht. Ich habe mich früher, als ich das gemacht habe, habe ich mich hingestellt und diesen Klumpen gehacktes wirklich immer gezupft, gedreht, damit das eine kleine Kugel ist, reingeschmissen. Ey, die Arbeit würde ich mir heute überhaupt nicht mehr machen. Da dauert mir viel zu lange. Da man meistens arbeiten ist und einfach nur Hunger hat, weil man vergessen hat, tagsüber was zu essen. Man kann das auch vergessen. So, ich glaube, da können wir gleich auch schon den Ketchup nehmen. Sieht nämlich gut aus. Ja, ja, können wir nehmen. Und zwar, je nach Menge, der Topf wird jetzt voll. Achso, allgemein zu der Menge. Das war jetzt ein Kilo gehacktes. Gewürzt eigentlich mit Pfeffer, Salz, Kümmel. Da es aber nur 700 Gramm war und ich knapp ein Kilo wollte, ist der Rest von 350 Gramm mit Knoblauch gewesen. Kann natürlich auch jeder machen, wie er will. Ich mag es halt so. Das waren jetzt 500 Gramm Nudeln. Und jetzt kommen wir zu dem Ketchup. Das wäre der hier. Ich nehme den, weil der echt lecker ist. Man kann natürlich auch anderen nehmen, aber da weiß ich nicht, wie es schmeckt, ob es gut schmeckt oder scheiße schmeckt. So schmeckt es jedenfalls gut. Den machen wir auf. Und Zwiebeln das erstmal hier rein. Ein bisschen klopfen. Da kommt die ganze Flasche dran. Die ganze Flasche auf jeden Fall. Stelle ich das ganz kurz beiseite und rühre erstmal kurz. Ich glaube, ich muss das noch auf 3 stellen, weil ansonsten blubbert mir das gleich zu dolle. So. Au, das ist gespritzt. Oh, leck mich am Arsch. Ich mache, wie ihr euch sicherlich denken könnt, auch dann gleich den ganzen Topf voll. Ich habe notfalls noch eine Flasche auf Reserve, weil das gleich für morgen Mittag mit reichen soll. Dann müssen wir es nämlich einfach nur noch mal warm machen und fertig. So, und das bisschen mache ich jetzt einfach einen kleinen Tick Wasser rein. Ich denke so, seht ihr das, wenn ich das wackeln lasse? So ungefähr Decke drauf und erstmal schön schütteln. So, und das machen wir jetzt wieder auf und laut Gefühl hier rein. Ich muss erstmal rühren und gucken. Ja, da fehlt definitiv noch was. Ich brauche eine zweite Flasche, die hole ich ganz fix. Zauber, Zauber, voila, von leer auf voll. Machen wir auch auf. Und da hauen wir jetzt, denke ich, mal so ungefähr noch die Hälfte mit dran. So, mal gucken. Ja, ist okay. Das erstmal wieder unterrühren. Ja, wir sind halt solche Soßenjunkies. Wir brauchen immer relativ viel. Relativ viel. Jetzt schippt mal das Schlückchen Wasser hier noch dran. Ich glaube, das ist sogar schon fast zu wenig. Weiß ich noch nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz die Nudeln rühren. Nicht, dass die unten anbacken. Die sind schon unten angebacken. Geil. Nee, geht noch. Geht noch. Seht dort, die werden auch. Gut, weiter geht's hier. Ich glaube, da hauen wir jetzt noch einen Tick Wasser dran. Ich habe jetzt noch mal so viel,
Da mache ich auch erstmal nach. Ich denke, so reicht's. Ich muss das am Löffel fühlen. Wie gut oder wie weiß sich das umrühren lässt. Ja. Weiß ich nicht. Ach komm. Fertsch. Wisst ihr, wie leer der nachher sein wird? Also definitiv unter die Hälfte. Ich mache noch einen Schluck Wasser dran. So. Ja, so ist okay. Nochmal Nudeln kurz umrühren. Die brauchen auch ein bisschen Aufmerksamkeit. So. Das Einzige, was zu der Soße jetzt noch fehlt, da kommt jetzt ein Geheimrezept von mir. Das hole ich ganz kurz. Nicht wundern, das habe ich letzte Woche schon aus Versehen aufgemacht. Ich wollte eigentlich eine andere Soße fix schnell vor der Arbeit was zu essen. Ich wollte eine Schnitzelsoße, ich habe aber aus Versehen die Rahmsoße drauf gemacht, die wir natürlich brauchen. Weil, keine Ahnung, es ist einfach, ich habe das mal durch dummen Zufall, habe ich das viel zu dünn gemacht und ich hatte nur noch Rahmsoße zu Hause. Habe das dran geschmissen und dachte eigentlich, boah geil, das schmeckt ja. So, und dann machen wir jetzt immer stückchenweise und heben das unter. Bis es komplett weg ist. Dann geht es die nächste Fore. Ich weiß jetzt nicht, ob es einen Unterschied macht, wenn man alles mit Reimer reinschmeißt. Keine Ahnung. Ich mache es jedenfalls so, damit ich überhaupt denke, ich habe irgendwas selbst gekocht und nicht irgendwas Fertiges genommen. Ich weiß es nicht. So, noch ein bisschen. So, das letzte. Das rühren wir noch kurz unter. So, jetzt muss die Soße eigentlich nur noch richtig schön aufkochen. Wir rühren noch mal die Nudeln um. So, umgerührt. Solange wie das jetzt zum Aufkochen braucht und bis die Nudeln fertig sind, kann man Zeit nutzen, Tisch decken, was weiß ich. Ich decke jetzt kurz den Tisch, bis gleich. So, die Soße ist mittlerweile schon aufgekocht. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich nicht den Tisch gedeckt, sondern ich habe erstmal ein bisschen sauber gemacht. Da ich die letzten paar Tage nicht in der Küche stande, musste ich meinen Mann ein bisschen nachbessern. So, Nudeln kochen mittlerweile. Ich denke mir mal, die sind gleich fertig. Wie ihr jetzt dann den Sieb rausholt und die Nudeln abschüttet, muss ich euch ja jetzt wohl nicht sagen. Bitte nicht. Muss ich euch nicht sagen. Wichtig ist, wenn die im Sieb liegen, dann mache ich das immer noch mit kaltem Wasser abwaschen. Oder abspülen. Vergessen manche, dann verbrennst du dir die Lippen beim Essen. Ich mache es jedenfalls mit kaltem Wasser, weil die Soße ist dann heiß genug. Ich würde sagen, dann zeige ich euch das dann gleich nochmal. Sag ich was im Hals. Wie es auf dem Teller aussieht. Oder wenn ich es auf den Teller drauf mache. Würde ich sagen, bis gleich. Wie ihr seht, Nudeln sind abgeschöpft und fertig. Soße ist auch fertig und qualmt. Wir machen es jetzt auf den Teller. So. Eins. Ich weiß nicht, ist der Teller für mich oder für... Ich mache mal für mich. Und einmal die wunderschöne Soße. Eins. Zwei. Reicht. Und fertig. Lasst es euch schmecken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.